Hallo und herzlich willkommen zurück zu Angeknabbert Dark Souls 3. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den... Oder nennt mich vielleicht lieber den, Nein, das ist auch nicht gut. Nennt mich vielleicht den Wankemütigen. Ja, liebe Leute, das wäre vielleicht ein guter Name, denn ich habe mich sofort umentschieden und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich wollte ein bisschen anderen Leuten dabei helfen, diesen komischen Kristallboss zu besiegen. Das ist eigentlich ein ganz guter Boss zum Aushelfen, denn er ist nicht so schwer. Allerdings habe ich das nur einmal gemacht, deswegen habe ich auch nicht so viele Seelen gesammelt. Ganz einfach aus dem Grund, weil es eben nicht so viele gibt dafür. Das war mir dann doch irgendwie zu aufwendig dafür, dass ich immer nur das gleiche spiele. Ich will es lieber mit euch direkt zusammenspielen und nehme einfach noch eine Folge mehr im Voraus auf. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich nehme ja sowieso bei diesem Angeknabbert immer wieder Folgen im Voraus auf. Und letztendlich hat es uns noch nicht so wirklich geschadet, liebe Leute. Es hat uns noch nicht so wirklich geschadet. Wir müssen jetzt erstmal zu Rick Risen, zur Pharaonfeste. Dort liegen noch 21.000 Seelen irgendwo da herum, wo der Resource Control Roffen hat, liebe Leute. Und ich hoffe, diesmal... Nein, Moment, ich brauche den Giftnebel. Ja, der wäre gut. Obwohl, so viel bringt er gar nicht. Das Gift ist so schwach hier, ne? Vielleicht doch nochmal irgendein anderer Zauber. Ich weiß es nicht. Also wir haben momentan eigentlich nur das Feuer... Und die Liebe. Das Feuer der Liebe haben wir. Nein, wir haben nur, momentan nur das Feuer und... Hier müssen wir auch noch ganz viel absuchen. Und unser Katana, denn dieses komische Streufeuer, das bringt ja mal gar nichts. Das ist so schwach, das bringt wirklich überhaupt nichts. Ich versuche jetzt ein bisschen außen rum zu laufen, aber ich glaube, diese Basilisken werden wir leider nicht loswerden. Also wenn ich hier angegriffen werde, im PvP, dann habe ich ein echtes Problem. Okay, einmal spucken, genau. Nicht treffen lassen, wenn es geht. Moment mal, ach nee, ist nur Gift. Ich dachte, das wäre jetzt schon die Versteinerung. Denn die versteinern einen mit absoluter Sicherheit. So, und es gibt Moosfrucht. Ach, da habe ich aber mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, diese Dinger könnten eventuell, aber auch nur eventuell, wow, ausgewichen. Ich glaube, den Rest mache ich dann. Oh nee, die sind zu gefährlich im Nahkampf. Ich würde mir ganz gerne ein bisschen Magie aufheben. Für den Fall, ja, der ist tot. Oh, die geben aber viel, oder? Nee, doch nicht. Ich hatte ja 3000. Ich würde mir gerne ein bisschen was aufheben für den Fall, dass ich jetzt auf PvP-Gegner treffe. Die sind ja doch meistens die schwersten Gegner. Denn sie sind schleuer als andere. Huch, wo kamst du denn her, bitte? Okay. Ja, nochmal. Ich glaube, da kommt aber wieder ein Angrollt. Wo ist er? Da ist er. Okay. Na, so schwer sind sie nicht im Nahkampf, wie ich dachte erst. Boah, raus hier. Boah. Ist da noch einer? Nee, gut. Alles klar. Ich dachte, ich könnte ihn aufspießen, bevor er mich versteinert, aber ich konnte nicht. Ich war zu blöd. Jetzt bitte invade mich nicht wieder an der gleichen Stelle wie eben. Das wäre ganz blöd. Ganz, ganz blöd wäre das. Da hinten sind die Riesen. Da hinten, hier sind auch die Riesen. Bitte invade mich nicht. Bitte nicht. Das wäre so schön, wenn ich jetzt nicht invaded werden würde. Ich würde davon träumen, bis ich irgendwann doch invaded werde. So, den müssen wir schön vorsichtig machen. Denn wir wissen nicht, was dieser Gegner kann. Vor dem wurde auf jeden Fall gewarnt, aber ich weiß nicht, ob es der ist oder die Riesen, vor denen ich gewarnt wurde. Eigentlich ist es ja auch... Also hier habe ich auf jeden Fall was ausgelöst. Ist das vielleicht einfach nur ein Rundweg und das ist das, wo ich auch schon mal war vorher? Wie dem auch sei. Ich möchte gerne diesen Typen Nachricht lesen. Ja, das hatten wir schon mal gelesen. Kommt der zu uns, wenn wir den jetzt versehentlich... Wenn wir das hier betreten? Ich möchte eigentlich nur die Seelen haben. Ich glaube, ich möchte vor allem nicht gegen zwei davon kämpfen. Das wäre ein Problem. Aber er wandert da nur rum bisher. Nee. Boah, machen die einen Schaden. Boah. Trinken. Boah.
Weg hier, lauf hier doch mal weg. Alter. Die sind schwer, die Dinger. Die machen richtig viel Schaden. Boah. Und die sind schneller als ich hier drin. Okay. 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 Und wir machen ein bisschen Feuer. Und nochmal ein bisschen Feuer. Und nochmal ein bisschen Feuer. Na, machen wir noch Feuer, Feuer, Feuer. Jawohl. Uiuiui. Die Typen sind nicht ohne. Die machen einen enormen Schaden. Wir haben unsere 28.000 Seelen wieder. Ich überlege mir gerade ganz ernsthaft einen Heimatknochen. Zwei kleine Titanitscherben. Wir können allerdings auch weiter erforschen hier. Am liebsten wäre mir eigentlich, wenn ich jetzt einfach... Oh, da ist noch was. Also wenn ich jetzt angegriffen werde, ne? Wenn ich jetzt angegriffen werde, dann habe ich ein großes Problem. Also von einem PvP-Gegner. Also ich glaube, ich benutze jetzt gleich einen Heimatknochen. Ich bin so feige. Die Seelen sind mir zu viel wert. Das sind zwei Stufen. Namenlose Rittersachen haben wir gefunden. Also nehmt's mir nicht übel, Leute. Aber das möchte ich jetzt ganz gerne machen. Feuerbandschrein. Ja, ist in Ordnung. Ich möchte gerne aufstufen. Und dann kämpfen wir gleich nochmal mit voller Kraft gegen die Viecher hier. Denn ich glaube, da sind meine Boss-Seelen noch dabei. Die habe ich, doch nee, habe ich die ausgegeben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind es ziemlich viele, die wir jetzt hier haben. Das sind zwei Stufen, die möchte ich nicht so gerne verschenken. Wir brauchen einfach noch, weil ich mich am Anfang so ein bisschen verskillt habe, diese Statuswerte ganz dringend, finde ich auf jeden Fall. Ich bin eigentlich schon Stufe 40. Hätte ich das alles auf einen Wert gepackt, dann wäre ich schon ganz schön stark, muss ich sagen. Finde ich. Ich finde es auch viel, wenn der Tag lang ist. So, 10 Punkte Magie könnten wir uns draufhauen. Wir haben immer noch keinen neuen Slot. Aber so ein bisschen Lebensenergie wäre auch nicht schlecht. Sollte ich das jetzt einfach vielleicht bei 18 oder erst bei 20? Erst bei 20 im Ernst jetzt? Im Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Okay, wir könnten auch zwei davon nehmen. Naja, ich mache jetzt weiter Zauberei. Ich muss mich erstmal ein bisschen auf die Zauberei konzentrieren. Es sind schon ein paar Prozent, die ich da extra bekomme. Ah, aber es tut mir ein bisschen weh, muss ich mal sagen. 11.000 brauche ich dann für den nächsten Aufstieg. Wie viele haben wir denn? Wir haben 4.000 zu wenig. Okay, also so viel wäre es gar nicht vom Verlust her gewesen, muss ich mal sagen. Was habe ich jetzt überhaupt genommen? Ich habe doch mal Zauberei genommen, oder? Nicht, dass ich schon wieder irgendwas Schwachsinniges... Wo haben wir es denn? Zauberei, Zauberei... Ja, klar, 17. Gut, also ich hoffe, dass es was wirkt. Mehr als 3 Slots werde ich erstmal nicht machen, weil es für... den aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, zu viele Statuswerte sind, die ich steigern muss. Oi, oi, oi. Also ich habe häufig das Gefühl, dass Zauberei nicht das Beste ist für PvP, aber ehrlich gesagt, in den Kämpfen in den vergangenen war das meistens das, was mir den Arsch gerettet hat. Ganz im Ernst. Diese lange Castingzeit, die stört mich immer so ein bisschen. Das ist immer so ein bisschen gefährlich, aber auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite, der Feuerball, der hat so einen AOE-Effekt und davon wird man schon getroffen. Ich denke schon, dass es gar nicht so schlecht ist, das Ding. Na, okay, wir könnten das hier mal machen irgendwann, das hier mal machen irgendwann. Na, ist immer noch nichts Neues dabei, was ich wirklich habe. Verbandenrüstung ist neu, oder? Was macht das? Vermutlich Verbanden. Na, waren die Verbanden selbst Wachhunde? Denn Pharaon war schon immer ein... Na, okay, also haben so ein paar neue Rüstungen, aber nichts wirklich Interessantes, glaube ich. Ein bisschen mehr Glut haben sie halt, wie gesagt. Diese Dinger sind interessant eigentlich, ne? Fügt der Waffe Feuerschaden hinzu und das kann ich auch unendlich oft kaufen. Und 300 sind echt nicht viel. Auch die Brandbomben kann ich unendlich oft kaufen. Also so schlecht ist es vielleicht gar nicht, so ein bisschen mit so einem Zeug zu arbeiten. Und ganz gerne würde ich auch... Oh, Momentchen, ich könnte mir doch neue Pyromantie kaufen, oder? Wäre das nicht vielleicht eine gute Idee, wenn ich schon mal hier bin? Und dann treffen wir die Riesen und die sagen dann, oh, du bist so unglaublich sexy mit deiner neuen Pyromantie. Okay, Gegenstand kaufen, ist immer noch nichts Neues dabei. Wir haben immer noch nur Pyromantie hier. Achso, wir können nur stärker schwitzen oder Giftnebel. Ja, ich glaube, ich nehme den Giftnebel mal mit. Warum denn nicht? Und stärker schwitzen. So, mehr brauchen wir nicht. Ich glaube nicht, dass es was bringt, den Feuerball jetzt auch noch zu kaufen, oder? Können wir das schon verstärken wieder? Nee, geht nicht. Nein, ich lasse dich doch nicht allein, nicht so lange auf jeden Fall. So, mal gucken, ob ich das hier wieder verstärken kann. Ich habe doch Titanit gefunden, oder? Verstärken können wir nicht. Waffe verstärken. Ich bleibe jetzt erstmal bei meinem Super-Katana. Guck mal, hier, plus 3 kann ich machen. Ist gar nicht so schlecht. 14 Schaden mehr insgesamt, wenn ich das... 16 Schaden sogar. 16 Schaden mehr insgesamt.
Das klingt gar nicht so übel. Ich mach das. Es sind, ja, ich gebe meine ganzen Titanitscherben dafür aus, aber ich mag die Waffe sehr gerne. Und das wird mich auf jeden Fall ein bisschen weiterbringen. Das wird mich weiterbringen, Leonard. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zurück zu unserem Sumpfreisen. Pharaonfeste. Und wollen so richtig schön was da kaputt machen. Ja, ich muss sagen, ich habe immer noch Angst davor, invaded zu werden. Ich freue mich drauf, aber ich habe auch Angst davor. Dieses Spiel hat so ein ganz eigenes Feeling. Also es geht bestimmt nicht jedem so. Also ich bin wirklich so normalerweise so ein Typ, ich spiele lieber kooperativ als kompetitativ. gegeneinander. Aber in diesem Spiel macht es schon Spaß, weil man sich auch rächen möchte für den ganzen Schmerz und Pein, den man bekommt. Aber also es ist schon sehr gut gemacht hier. Muss ich wirklich sagen. Auch wenn man manchmal geärgert wird. Ich find's richtig geil. Boah, nix da. Okay. Jetzt ist die Frage, soll ich gleich zu den Riesen gehen oder gehe ich erstmal hier entlang? Ich glaube, der Riesenweg ist der richtige. Ah, die vergiften alle nur. Ah. Okay. Also wir halten schon ein bisschen mehr aus als am Anfang. Oder sind die einfach so viel schwächer als die ersten Gegner? Ich meine, es sind nur Schleimschnecken, klar, aber... Wie der erst so... Und dann so... Also wie er erst wächst und dann wieder zusammenschrumpelt, wollte ich damit sagen. Voll geil. Voll geil. Okay, also hier haben wir ja natürlich auch schon ein bisschen was zusammengesammelt. Deswegen Gegenstände müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht erst suchen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Fehler ist, hier zu rollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn man rollt ja durch den Schlamm und der ist giftig. Und das möchte man nicht unbedingt. Sieht eigentlich genauso aus. Nee, ich glaube, das ist schon ein anderes Gebiet. Ich verliere bei sowas immer so schnell die Orientierung. Aber hier kann man wenigstens nochmal laufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht finden wir irgendwo einen Ring oder sowas, mit dem wir im Matsch laufen können. Da können wir hoch. Ich möchte erst hinten rum, wenn ihr versteht, wie ich es meine. Und schwupp. Ja. Schlonseschleim. Ja, das Vergiften ist mir jetzt erstmal egal. Das ist wirklich nicht so stark, dass man sich da so vorfürchten muss. Klar, es geht auf... Aua, das ist schon stärker hier. Es geht auf Dauer schon ganz schön auf die Lebensenergie, aber ich finde da, das kann man auch mal, das kann man schon verkraften eher. Boah. Weil man einfach ein bisschen mehr damit rechnen kann. Es ist nicht so viel Schaden auf einmal. Da hinten vielleicht noch irgendwas? Nö. Also ich glaube wirklich... Ey, hör auf damit. Mann, du blöde Schnecke. Weil du eine Schnecke bist, denke ich, du bist langsam. Und deswegen rechne ich nicht damit, dass du mich auch triffst. Da kann ich nicht vorbei. Schwupp, schwupp und zurück. Sonst trifft er mich wieder. Weg hier. Alles klar. Die Twitch, also die zucken so zusammen lassen sich unterbrechen. Das ist immer sehr gut, wenn Gegner das tun. Was ist das? Ach so, auch nur eine Schnecke. Sah so komisch aus irgendwie für einen Augenblick, aber das war gar nicht komisch. Okay, da sehen wir, da wartet irgendein Ritter oder sowas. Ich glaube, da heile ich mich mal lieber. Der bewacht das sicherlich ganz hardcore. Ich glaube, ich greife ihn einfach mal an, warum denn nicht? Oh, ja, so viel dazu. Wie stark bist du? Du bist sauschnell! Oh mein Gott! Oh mein Gott, du bist ein richtig schneller Töppi. Und ich glaube, du machst sowas wie Gegenzauber oder so. Ist das Anti-Magie, was du da gemacht hast? Weiß ich nicht. Uiuiui, der ist sehr, sehr schnell. Wie besiege ich dich denn am besten? Ich habe nicht damit gerechnet, dass du so gefährlich sein würdest. Okay. Okay. Aber ich glaube... Was ist das für ein Zauber? Okay. Ich glaube... Oh. Na, ja, so stark ist er, glaube ich, gar nicht mal. Ich habe mich ein bisschen erschreckt, aber nur weil er so schnell auf mich zugerannt ist. Ich glaube, wir können ihn sogar abstechen, ne? Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Er ist doch stark. Er ist doch stark. Er kann meine Seele ausrauben. Uiuiui. Das war ziemlich gemein. Ah, das wollen wir nicht nochmal. Okay, wir müssen uns heilen.
Ein neuer Angriff. Das sah übrigens geil aus. So ein bisschen deine Seele gehört mir. Mäßig. Okay. Fum. Nee, das wehrt er ab. Wahrscheinlich mit seinem komischen. Mit seiner komischen Magie da. Okay. Swift. Wieder zurück. Oh Mann. Typisch Dark Souls. Dreht sich so richtig schön im Kreis beim Zuschlagen und wir haben jetzt keine keine Estusglas mehr. Komm, jetzt stirb endlich. Okay, wir haben ihn besiegt. Wo ist der rote Augapfel? Ah, okay, das war kein guter Kampf, aber immerhin haben wir ihn geschafft. Ich hoffe mal, dass sich das auch belohnt hat und nicht noch zwei davon hier drin warten. Denn wir können uns nicht mehr heilen. Ich glaube, das ist... Ich bin quasi des Todes. Kohle des Weisen. Der hat also wirklich so eine richtig schöne Kohle. Ah, damit können wir jetzt also noch mehr schmieden, Leute. Aber was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich alles verloren. Kann mich nicht mehr heilen und werde vergiftet, wenn ich rausgehe. Ist scheiße. Ist doch scheiße. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Rückzug wäre die einzige Option. Aber ich möchte nicht schon wieder einen Heimatknochen benutzen. Normalerweise mache ich das nie. Hoffentlich finden wir hier irgendwas, wo wir draufgehen können, damit wir wenigstens nicht vergiftet werden. Sonst sind wir wirklich direkt verloren. Ja, das können wir machen. Hoffentlich schaffe ich das noch. Und, wow, ein neuer Gegner. Okay, ich glaube, ich probiere es mal mit Distanzkampf. Okay, was auch immer es ist, es lässt sich relativ viel Zeit. Uah. Entschuldigung, dass ich euch angeschrien habe. Ich habe mich erschreckt. Wir haben das gleiche Angriffstiming gehabt. Aber du hast verloren. Und das zählt. So, und wenn wir jetzt angegriffen werden von irgendeinem PvP-Gegner, dann ist das ein leichter Sieg für ihn. Oder sie oder es. Ja, das Ding hat mich da hinten hoffentlich nicht gesehen. Oder? Glaub nicht. Eine Titanitscherbe. Das hat sich dafür aber nicht so richtig gelohnt. Okay. Kleine Titanitschirbe nochmal. Bitte Leuchtfeuer. Sagt es. Leuchtfeuer voraus. Das ist gut. Das wollen wir. Bitte, bitte. Lügt er? Lügt er oder hat er recht? Oh. 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 Hinterhalt voraus und keiner warnt mich. Oh Mann. Oh. Und einmal und direkt nochmal. Gar nicht erst drauf ankommen lassen. Oh Mann. Und was gibst du? Kleine Titanitscherbe und faules Kiefernharz. Ist mir alles egal. Ich möchte nur zum Leuchtfeuer, falls es eins gibt. Hä? Was? Keins voraus? Nur fallen? Hallo? Leuchtfeuer? Lila Moosklumpen? Ich höre Feinde. Da hinten. Da hinten! Leuchtfeuer. Aber ich habe doch nichts mehr. Ich glaube, ich aktiviere das lieber erstmal. Ich möchte da gerne hin, aber ihr seht ja, wie wenig ich noch habe. Ist das alles übel. Meine Fresse, also ich glaube, ich sterbe gleich. Jetzt bin ich hier ganz komisch kreuz und quer durch diesen blöden Sumpf gelatscht. Hab zwei Feuer ausgemacht, hab die Geheimnisse alle gar nicht gefunden. So sollte das nicht laufen, Leute. So ganz gewiss nicht. Ach so, das ist da angegangen. Okay, jetzt verstehe ich erst, was da überhaupt passiert ist. Brauchen wir... Ach, wir brauchen vier davon. Ich glaube, das wurde uns ja auch irgendwo gesagt, ne? Da war so eine Nachricht, die hat uns das gesagt. Und jetzt wissen wir auch, dass das wahr war. Na gut, da ist auf jeden Fall ein Leuchtfeuer. Und da möchte ich gerne hin, wenn es irgendwie möglich ist. Allerdings wartet dann noch ein Feind. Oder, das sind ja ganz viele. Oh Mann, das schaffe ich doch nie bis zum Leuchtfeuer. Ah, ja, vor allem nicht, wenn ich so kämpfe. Hä, was war das denn jetzt? Ah, oh, dieser Horstheimer. Nee, also da habe ich ja keine Chance. Uah. Und nochmal. Einen haben wir. Ja. 1000 Magie-Krams ausgegeben für einen Gegner. Und die anderen beiden tanzen da und denken sich, hallo, bist du ein Depp oder was? Ja, schwupp. Okay, zweiter ist tot. Wir sind noch nicht vergiftet. Der dritte kommt aber gleich. Boah, der hat aber eine gute Reichweite. Ist das ein anderer Typ oder was? Einfach nur.
Jawohl, den haben wir auch. Leuchtfeuer, ich komme. Oh, du hast ja was leicht. Fahr das Kiefernharz. Dann schnell Leuchtfeuer. Bitte keine Fallen mehr da hinten. Ich brauche das. Ich muss einfach nur dahin. Ich hab's. Ich hab's. Oh Gott, das war aber ein ganz schöner Überlebenskampf, Leute. Mal gucken, wo wir sind. Ruinen der Feste. Pharaonfeste, Ruinen der Feste. Da hatte ich jetzt aber nochmal Glück. Und jetzt sitzen die alle hier natürlich. Ganz klar. Die wollen es mir jetzt dreckig hier gehen lassen. Eigentlich habe ich gehofft, dass das mehr als einen trifft, aber... Ja, nee. Tut's aber nicht. Ist es aber nicht. Läuft er jetzt hier rum oder was? Ist der so schlau? Nee, ist er nicht. Ich dachte, er wäre vielleicht so schlau, war aber gar nicht. Können die da gar nicht rein oder wie? Weil das das Leuchtfeuer ist. Sichern muss ich mich auf jeden Fall. Und jetzt weg mit dir. Nummer 1. Den zweiten probieren wir. Ah ja, okay. Das sind Giftgegner, definitiv. Huiuiui, okay. Warum machst du so? Die Frage ist halt, was haben wir hier alles vergessen? Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir finden den Weg hier nie. Im Traum nicht. Nee, und nimmer gar keine Chance. Okay. Und er hat mich direkt erwischt. Da hat er länger ausgeholt, als ich erwartet habe. Gibt's hier denn noch irgendwas? Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sicherer. Ist alles in Ordnung. Wir können wieder runtergehen und unten mal ein bisschen was absuchen. Denn ich glaube, da habe ich ein bisschen was übersehen. Wahrscheinlich alles Mögliche. Das ist ja riesig, das Gebiet. Es ist klar, dass man hier alles übersieht. Boah, das ist mir fast ein bisschen zu groß. Vor allem, weil es ein wirklich sehr ungemütliches Gebiet ist. Aber, oh ja, das sind Riesen. Neue Riesen. Gleich zwei an der Zahl. Oh my God. Aber da haben wir den gleichen Plan wie immer. Wie ein wilder Watz drauf los und hoffen, dass es irgendwie gut geht. Die wachen und bewachen doch irgendwas, oder? Okay. Ausweichen. Oh, das waren sogar drei. Und... Oh, habe ich schon keine Magie mehr? Das gibt's doch gar nicht. Okay. Na gut, so gehen die aber eigentlich. Der Trottel ist sogar direkt rein. Karis Schwarzbogen. Na dann, wenn du das sagst, dann nehme ich den. Dankeschön. Und jetzt haben wir noch einen Riesen, den wollen wir auch gerne umbringen. Also momentan fühlt sich die Pyromantie sehr, sehr stark an. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also wenn die mal trifft, dann trifft sie wie ein Truck. Wie ein Truck, Leute. 12.000? Wo habe ich denn so viel Zeug her? Okay, ja. Mhm. Alles klar, du hast Magie gemacht. Wow, ich hänge hier im Stein fest. Ich glaube, wir machen so. Dann bist du auch schon wieder weg. Alles klar. Und Faris Ruf. Faris, war das nicht ein Charakter aus dem zweiten Dark Souls? Vielleicht sogar aus allen eventuell? Eventuila. Okay, wir nehmen mal kurz das hier, denn wir kriegen gerade sehr viel Schaden rein. Okay, plötzlich sind die Riesen nicht mehr so gefährlich. Giftiger Edelstein. Das ist zum Vergiften von Waffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da könnten wir weiter. Gehen wir erstmal hier weiter. Da drüben sind zwei Gegner, die uns gefährlich werden könnten. Oh ja. Hä? Sieht aber gefährlich aus, oder? Ja, also so ein Gegner ist hier nochmal. Von denen habe ich so ein kleines bisschen den Respekt verloren. Die sind zwar gefährlich, ganz ohne Frage, so ein bisschen, aber sind halt eher so fäulendes Gruschwert. Wow, das klingt cool. Aber auf der anderen Seite, man sollte es nicht übertreiben. Oh, der hat es auch abgewehrt. Und abstechen. Jawohl. Ist klar, den haben wir. Schriftrolle des Weisen. Oh, ich glaube, das ist zum Aufrüsten von irgendwelchen Läden. Wahrscheinlich von der vom Magier-Typi. Na komm, noch einmal. Ein bisschen unterschätzt, was der aushält. Was sagt er? Ah, einsam. Einsam. Ah, Blitz. Keine Ahnung. Was sind, liegen hier eigentlich? Oh nein, diese komischen Pilzgegner. Oh nein. Sehr alberne Gegner, aber irgendwie habe ich in Erinnerung, dass die ganz schön fies sein können. Ich glaube, die gab es im ersten Dark Souls schon, oder? Oder gab es die nur im zweiten? Ja, wir kriegen doch jetzt ganz schön Giftschaden rein. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir hier lang, gehen wir da lang? Dieses Gebiet ist zu groß.
Das ist einfach zu groß, Leute. Unter der Brücke durch geht es ja bestimmt nochmal genauso lang weiter. Wir gehen erstmal hier ganz am Rand entlang, die ganze Strecke. Den ganzen weiten Weg. Und hoffen darauf. Was bist du denn für einer? Auch nur so einer. Na gut. Okay. Das sollte gehen. Wie gesagt, die sind nicht so schlimm. Schlimm ist eigentlich eher, dass man nicht sehen kann, wo sie herkommen, wenn sie kommen. So viele Bäume. Da ist noch ein Riese, oder? Oder ist das? Nee, ist eine Krabbe. Oh, das ist viel schlimmer als ein Riese. Sehr gefährliche Gegner, muss ich mal sagen. Allerdings habe ich jetzt auch eine bessere... Oh nein, und jetzt hänge ich hier fest. Können die sich hier... Wo ist er? Da ist er. Da ist ein weißer Baum. Das ist der weiße Baum von Gondor. Wie man ganz deutlich sehen kann. Goldenes Harz. Der hat sich da... Ist der gerade gegen den Baum gerannt, oder was? Hä? Was macht... Ach so! Weil ich mich mit dem Dicken befreundet habe, oder was? Boah, boah. Ach nee, der bringt mich um. Okay, dann... ich hoffe, er wirft auf den da und nicht auf mich. Nee, er wirft auf alles Mögliche. Oh, Mist. Komm her. Lass dich davon erwischen. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Magie. In der Hoffnung, dass ich ihn damit ganz platt bekomme. Und weg mit dir. Jawohl, wir haben ihn. Ich weiß nicht, ob der Baum... Wattenring lauernder Drache. Nee, das, da geht's immer drauf, glaube ich. Geht es weiter mit dem Geschütz? Nee, ich glaube, wir sind sicher. Ich glaube, das ist wirklich jetzt unser Riesenfreund. Krone von Dusk. Cool, junger weißer Zweig. Keine Ahnung, was die Krone von Dusk macht, aber sie muss unglaublich duskig sein. Also von Dusk vielleicht, hä? Wie Staub? Blut, alles klar. Cool, da hat er doch mit seinem Bogen geschossen, hä? Da hat er mit seinem Bogen runtergeschossen und uns beschützt. Das ist ja geil. Wir haben einen echten Freund. Gegen die große Krabbe haben wir gewonnen. Ich würde die Krone von Dusk gerne mal ausprobieren. Das Problem ist nur gerade, dass wir hier mitten im Gift stehen und ich nicht unbedingt viel länger als nötig hier bleiben möchte. Aber wir haben eine ganze Menge Sachen bekommen. Sind wir jetzt einmal rumgelaufen oder was? Da hinten ist noch so ein Feuer. Das sieht schon mal gut aus. Ist mir egal, ob jetzt mich angreifen möchte oder sowas. Ah, wir können wieder nochmal laufen. Das ist doch toll. Die Krone von Dusk. Ja, ja, das ist... Ja, hier wären wir, glaube ich, sonst aus irgendeiner Richtung gekommen. Von der anderen Seite. Kleine Titanitscherbe. Schön. Das bedeutet eigentlich, dass das nächste Leuchtfeuer gar nicht so weit weg sein kann. Glaube ich. Auf jeden Fall, das ist das Tor. Natürlich, das ist das Tor. Das ist kein neues Feuer, das ist das Tor. Moment mal, aber da sind doch überall Schleimse drin. Das ist doch kein sicheres Gebiet. Ja, ich weiß, du bist ein Ekelheimer. Geh weg. Na gut, dann müssen wir halt ein bisschen gegen... Schleimse kämpfen. Boah. Ich könnte natürlich einen Feuerball reinwerfen. Na, zwei sind tot. Aber ehrlich gesagt, ob sich das so lohnt... Da sind viele Gegner und alles, aber... Nee, das machen wir. Kein Batojutsu. Und einmal stechen. Raus hier. Na gut, ich meine, wir kriegen schon Schaden ab. Und zwar nicht zu knapp. Stechen. Und hier sind noch so viele Gegenstände. Ich verbrauche noch mindestens 2 Milliarden Parts, alleine um diese Gegend hier abzusuchen. Ah, okay. Untoten Knochensplitter. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das ist toll. Das ist großartig. Das ist phänomenal. Das ist zum Verstärken unserer Estus Flask. Und da haben wir wieder Riesen. Brauchen wir im Augenblick nicht. Wir sind schwach genug. Noch mehr Schwäche brauchen wir nicht. Aber hier geht's hoch. Können wir da zu unserem Kumpel oder was? Lass mich mal in Ruhe. Da hinten waren noch Gegenstände. Das habe ich schon gesehen. Na, ich gehe mal... Nee, ich gehe erst hoch. Oder? Oh, da ist was fallen gelassen. Schwerer Edelstein. Schweif voraus. Was auch immer das bedeuten mag. Wolfsblut-Grasklinge. Keine Ahnung, was das sein soll. Wir finden hier auf jeden Fall extrem viel Krams. Ich glaube, ich gehe mal hier hoch. Nee, ich werde mich erst heilen. Mit unserem letzten bisschen werde ich mich heilen. Also ich glaube, das ist alles ein großer Rundweg hier. Es ist ein riesiger Rundweg, aber erstmal wissen, wo es lang gehen soll, liebe Leute. Erstmal das und dann können wir über die weiteren Konsequenzen reden. Oh Mann,
Also ich könnte hier noch dreimal durchgehen und wüsste trotzdem nicht, wo ich bin. Wann? Zu welcher Zeit und wieso? Feuer! Keine Feinde? Oh, was ist das denn? Ich schätze mal, das ist kein wirklicher Gegner, denn wir haben ein Leuchtfeuer hier. Ich muss mal ganz kurz rasten, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich glaube, das wird was sein, mit dem wir reden können. Da müssen wir nochmal ganz kurz Überlänge-Part machen. Redest du mit mir oder greifst du an? Zum alten Wolf von Pharon beten. Was auch immer du bist. Etikette der Legion. Darum bitten, Eid leisten zu dürfen. Was bist du denn für einer? Ich will wissen, was für ein Eid ich leiste. Na gut, wir machen's. Eid beitreten, ja. Pharons Wachhunde. Okay. Du hast den Beweis des Eids erhalten. Wolfsgut. Ach so, das ist ein Gegenstand, den ich darbieten kann. Dann werde ich dadurch wahrscheinlich meinen Ruf verbessern können, die Grasklinge. Aber das möchte ich erstmal nicht. Ich möchte erstmal gucken, was das ist. Ist wahrscheinlich dann nicht hier dabei, oder? Achso, das habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt, dieses Ding hier. Kritisch 110, oh. Ich schätze mal, die ist hier nicht dabei. Vorhin das Ghoul-Schwert habe ich auch gefunden, vor kurzem erst. Ja, kann ich sogar tragen, ist aber schwächer als mein jetziges. Ich schätze mal, das ist eher bei den normalen Items dabei. Bei den wichtigen oder sowas. Nee, hier schon mal nicht. Aber wir haben Schriftrolle und Kohle des Weisen. Also da haben wir schon wichtige Sachen gefunden hier. Macht Seelenwandlung möglich. Was ist das denn bitte? Seelenwandlung. Oh, das war ja ein Zauber, den ich da gefunden habe. Eisenfleisch. Cool. Aber ich weiß nicht, was die Wolfsblut-Grasklinge ist. Wahrscheinlich ist die irgendwo dabei. Hä? Ein einzelner Gegenstand müsste es sein. Ah, hier ist es vielleicht. Ja. Beweis für Pflichterfüllung eines Wachhunds von Pharon. Okay. Dann bieten wir ihm das mal. Helfe ich jetzt anderen irgendwie beim Invaded werden? Das wäre cool. Das mag ich. Ich biete dir das. Bringt das was? Freust du dich darüber? Der redet nicht wirklich mit mir. Dem Eid jetzt noch tiefer ergeben. Ich bin dir eigentlich gar nicht ergeben. Ich bring dich um, okay? Ich frage mich, ob das Ding richtig kämpfen kann. Wahrscheinlich schon, oder? Wenn ich es jetzt echt hauen würde. Also er liegt immerhin zwischen lauter Waffen. Die hat er wahrscheinlich alle umgebracht. Na gut, können wir uns später mal anschauen. Da oben gibt es noch Kram, aber wir müssen jetzt den Part leider beenden. Sehr schade. Es macht richtig Spaß. Es gibt hier unfassbar viel zu erforschen. Allein dieses komische Sumpfgebiet ist gewaltig groß. Macht mir richtig Laune. Ich muss jetzt leider aufhören. Wir haben schon wieder ein Level, das wir ausgeben können. Und wir sind beim Feuerchen. Ich glaube, das mache ich am Anfang des nächsten Parts noch. Aber jetzt geht's wirklich leider nicht weiter. Leute, spielt dieses Spiel. Es macht einfach nur Spaß. Es ist so spannend und es ist so vielseitig. Und man hat so viele Möglichkeiten. Und man muss so viel selbst rausfinden. Das ist einfach ein unglaublich motivierendes Spiel. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte. Aber ich habe viel zu wolfige Arme, wie ihr da drüben sehen könnt. Es sind sogar vier. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.